Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind hier so Sachen, die mich langsam einfach nerven. Du hast so deinen Darts-Kram in so Kleinteile-Boxen. Die haben auch Einteilungen, aber irgendwie bist du trotzdem immer am Suchen. Das hat mich genervt. Da dachte ich, komm, du kennst dich doch mit Konstruktion und 3D-Druck aus, dann mach dir doch eine Lösung, wenn es am Markt keine gibt. Denn von Target zum Beispiel gibt es ja dieses, ich glaube, Safe heißt das Ding aus Alu, wo du so fünf Spitzen halt prima verstauen kannst. Aber das mitgelieferte Wechseltool zum Beispiel nicht. Fand ich halt ein bisschen und dachte, mach doch deine eigene Lösung. Wie zum Beispiel hier so ein kleines kompaktes Deck. Da kann ich jetzt prima meine Points unterbringen, habe aber auch eine Verstaumöglichkeit für dieses Swiss Point Tool. Wenn es nicht das Premium Tool ist, dann passt hier genauso gut natürlich das Standard Tool mit rein, vollkommen wurscht. Und wenn ich halt mehr Spitzen als 5 habe, habe ich hier jetzt auch keinen Stress, weil ich das unterbringen kann. Und da klappert auch nichts rum, das geht auch nicht verschütt, weil halt hier Magneten mit drin sind. Und dann habe ich auf dem Deck hier schon mal 7 Points in verschiedenen Längen untergebracht. Hier habe ich nochmal 4 Points, also insgesamt 11 für Swiss Point und fertig. Das war für mich schon mal eine schöne Lösung, dass ich sage, ach, sieh mal an, da hast du da was gemacht, war doch prima funktioniert. Und deswegen habe ich das Ganze auch gleich nochmal übertragen auf das 180R2 Interchange System. Das ist ja auch wieder ein bisschen spezieller. Auch hier hast du verschiedene Points in unterschiedlichen Längen. Und da ist ja noch das Schöne, dass die Barrel dann zum Beispiel Platz finden. Eigentlich alle Barrel, wo man die Points abschrauben kann. Das heißt, man könnte jetzt genauso gut hier auch Soft Darts spielen. Und ich habe mir hier so eine kleine Deckel oder ein kleines Fach mit Deckel gemacht, so rum wäre es richtig, wo ich jetzt die längeren 180R2 Interchange Points schon mal unterbringen kann. Aber auch hier, deswegen sage ich ja, es ist auch ein spezielles System. Das hat ja dann noch mal sein eigenes Tool. Dann gibt es so ein Adapter-Tool für die Reflex-Points, die dünneren, wo du auch mit Adapterhülsen rumschieben musst und so weiter. Hier gibt es dann auch noch so kleine Gummiringe, die dir sehr gerne immer irgendwo verschütt gehen. Und so habe ich für mich jetzt ein Deck, wo ich sage, alles klar, egal welches System ich spiele, ob Swiss Point oder 180. Ich habe dafür jetzt ein passendes Deck, wo ich weiß, wo es ist und wie ich es verstauen kann. Und das Ganze auch nochmal in einem schönen kompakten Ding, dass ich sage, alles klar, das macht mich irgendwie zufrieden. Ja, und so ging es natürlich weiter. Wenn das gut funktioniert, warum kann das nicht auch für Steel Darts gut funktionieren? Man hat ja nicht nur Barrel, wo man die Spitzen abschrauben kann, sondern einfach auch eingepresste Steel Dart Dinger. Und dafür habe ich mir dann auch noch mal ein Deck gemacht. Das sind jetzt hier die MVG Trilogy Darts. Das passt soweit ganz gut rein. Ich habe es aber auch mit längeren Barreln probiert. Die Mission Arken, die sind 55 mm lang und haben auch längere Spitzen. Und das geht hier auch diagonal ganz gut rein. Und dann habe ich den Platz für mich noch genutzt, um da zum Beispiel auch gleich noch Schäfte mitzuhaben. Alles in einem kompakten Maß finde ich für mich soweit eine ganz zufriedenstellende Lösung. Aber klar, jetzt hast du schon Barrel drin, also kommt es nochmal in Richtung, dann willst du doch auch verschieden lange Schäfte vielleicht unterbringen. Na, und wenn du Barrel und Schäfte hast, klar, dann fehlt ja nur noch eine Sache, dann willst du vielleicht auch noch Flights mitnehmen. Also gibt es jetzt für jeden Einsatzzweck, sage ich mal, ein Deck, wo ich für mich jetzt einfach weiß, die kann ich flexibel für mich anordnen, wie ich das gerade brauche. Und dann habe ich im Prinzip sowas wie ein kleines Darts Case. Das geht sogar hier auf bis zu 4 Decks, die mit einem Drehmechanismus dann verbunden sind, wo ich dann auch, das sind die ganzen ja, Points von dem Repointen, die ich ja nicht wegschmeiße, man weiß ja nie. Also habe ich die jetzt hier einfach auch in so einem Deck und weiß halt immer genau, wo es ist. Letzten Endes steht sie auch oben drauf. Ne? Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur für Steel Darts, geht auch für Soft Darts. Und da kann ich das vielleicht auch nochmal zeigen, dass das dann mit einem anderen Deck hier oben auch ganz gut funktioniert, dass hier zum Beispiel dann Soft Tips in so ein Fach rein können. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Dadurch wird das System eigentlich recht flexibel nutzbar, obwohl es sehr kompakt ist. Aber die Art und Weise, wie man hier Zugriff hat, ist halt immer gleich. Ja, die E-Data spielen mit Sicherheit auch gerne mal auf einem Sisal-Board, also Conversion Points, die haben ein bisschen anderen Platzbedarf. Dafür gibt es dann auch nochmal einen Deck. Na, und so hat sich jetzt das eine zu dem anderen ergeben. Bei den Schäften habe ich dann wieder festgestellt, ja klar, das Deck für lange Schäfte kann genauso gut dann für solche Barrel noch funktionieren. Also bringt man eigentlich in so einer kleinen Box relativ viel unter. Und ich habe das jetzt so auf 2, 3 bis maximal 4 Decks immer
gemacht, weil das fächert ja so auf, dann hast du da einen schönen Überblick, aber irgendwann wird es dann halt unhandlich. Also bei mehr als 5 Decks, finde ich, ist es dann nicht mehr so ganz praktikabel, aber man bringt, finde ich, in so 2 bis 4 Decks wirklich einen Haufen unter. Ja, und so hat sich dann eben ergeben, dass ich jetzt Decks habe, wo ich sage, jawohl, für Soft Darts kann ich alles unterbringen. Steel Darts habe ich mein Ordnungssystem, weiß ich Bescheid. Ne? Für Swiss Point Spitzen funktioniert es genauso gut für R2 Interchange. Und daraus entstanden dann wieder so weitere Gedanken und Ideen, warum das System nicht generell einfach miteinander kompatibel ist. Also egal, was ich da für ein Bedürfnis habe, irgendwas ordentlich zu verstauen oder vielleicht auch mitzunehmen, geht das nicht in einem kompakten Format immer auf dieselbe Art und Weise. Und deswegen habe ich jetzt halt diese verschiedenen Decks so entworfen, dass die auch beliebig miteinander kombinierbar sind. Wenn die vom Drucker kommen, sehen die ungefähr so aus. Die Magnete habe ich so bemessen, dass ich die nicht einkleben muss, sondern einfach ein bisschen einlassen mit einem kleinen Tool. Wenn die reingedrückt und dann hält es hier sehr gut. Die Flightform kann man ja, glaube ich, ganz gut erkennen. Und dann kann ich jetzt das nächste Deck nehmen und sagen, ja, ich hätte gern irgendwie Platz für verschiedene Schäfte. Und auf jeden Fall will ich dann auch noch weitere Points mitnehmen. Ihr seht, dann sind dann auch mehr Magneten eingelassen, dass das Ganze zuverlässig hält. Spielt aber eben keine Rolle, ob dieses Deck jetzt oben oder ganz unten ist. Ich habe das so gestaltet, dass hier eine Schwalbenschwanzverbindung die Decks untereinander verbindet, dass die halt nicht auseinandergehen, wenn da eine Verschraubung drin ist. Aber auch so, dass das unterste Deck hat natürlich eine Kontermutter. Hier kommt eine Edelstahlschraube am Ende durch, oben mit einem Distanz- und einem Sprengring, dass man sich auch die ja, Leicht- oder Schwergängigkeit dieses Drehmechanismus einstellen kann. Und dann brauchst du unten halt eine Kontermutter. So. Und da ich das aber so haben wollte, dass man da auch nicht nachdenken muss oder einfach seine eigene Logik haben kann, wie welche Decks miteinander kombiniert werden, habe ich die halt gleich so konstruiert, dass es auch vollkommen wurscht ist, wie ihr sie kombiniert oder ich in dem Fall. Wenn ich das Ganze jetzt abschließen will, zum Beispiel mit so einem Barrel-Deck, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt, hier gehen halt auch die langen Dinger entsprechend rein und wenn ich dann noch Schäfte dazu habe, kurze oder mittellange, haben da Platz und da unten auch, dann ist da schon mal ein Set komplett. Dann schließt das Ganze halt hier mit so einem Deckel ab. Der Deckel selber sind eigentlich 3 Teile, weil das ist der Deckel, das ist diese Plakette und ich nenne das ein Skin. Ich habe für eine schöne Oberfläche von diesen Elementen drucke ich immer noch mal eine ganz kleine, feine Geschichte, weil ich mag halt hier so diese Haptik, dieses Feeling. Das ist dann gleich ein bisschen wertiger. Also besteht es aus einigen verschiedenen Teilen. Ja, damit es dann hier einen Abschluss bildet und der Drehmechanismus funktioniert, habe ich ja, wie gesagt, hier solche Edelstahlschrauben mit einer 6-Kant-Mutter. Das ist dann so das Set, wie man das dann zusammenbauen könnte. Dann braucht man die Mutter hier unten nur einlassen. Das ist auch genau so bemessen, dass die passt, aber jetzt auch nicht mehr rausfallen kann, wenn dann die Schraube durch ist. Das ist auch eine selbstsichernde Mutter. Und jetzt muss ich nichts anderes machen, als meine längere Verschraubung hier oben halt durchzudrücken. Das Ganze dann jetzt hier mit einem Imbusschlüssel einfach festzudrehen, so dass das Gelenk für mich passt. Und wenn ich das dann fertig habe, so sieht es ja nicht schön aus, wollte ich nochmal einen schönen Abschluss haben und habe hier solche Verschlussstopfen. Jetzt habe ich die Schraube nicht festgeredet, deswegen steht es ein bisschen raus, aber die drückt man dann wiederum einfach drauf und dann ergibt es, finde ich, einen cleanen, schönen Look. Ach komm, schraube ich das doch hier gleich einfach mal fest, dann kann ich es doch auch direkt zeigen. Das geht hier ja auch sehr einfach. Ich schraube das immer so lange fest, bis im Prinzip das ganze Deck eher, obwohl es geht sogar, schwergängig ist. Wenn es mir zu schwergängig ist, dann mache ich immer so eine Viertelumdrehung, um das wieder ein bisschen zu lösen oder andersrum eine Viertel- oder halbe Umdrehung, um das ein bisschen zu befestigen. So, und wenn das Ganze soweit eingestellt ist, dann muss man nur noch den Deckel hier oben reindrücken. So entsteht dann halt ein ganz individuelles irgendwie Deck, ja, für den Bedarf oder für die Ordnung, die man selber da halt gerade braucht. Und das ist dann auch gleich noch so gemacht. Man kann es ja sehr schön, vor allem wenn es befüllt ist, hat es ja ein gewisses Gewicht, einfach aufstellen. Und ihr seht vielleicht hier schon die kleinen Löchlein, denn das Ganze kann genauso gut dann einfach mal, wenn ihr eine Spielpause habt oder so, könnt ihr da eure Darts reinstecken und gut ist. Und Spielpause ist dann vielleicht sogar nochmal das Wort als kleines Easter Egg. Ich habe ja gesagt, das besteht aus diversen Teilen, die miteinander kombiniert werden. Die Plakette hier oben ist eingelassen. Darts sind immer ein prima Werkzeug. Das könnt ihr einfach abnehmen. Das ist einfach hier eingeklipst, weil auch diese Plakette selber ist dann
mit diesen Löchern versehen und kann zum Beispiel auch ein Point Saver sein. Also wenn ihr mal auf einem Turnier vielleicht seid, macht auch eine Spielpause und wollt nicht, dass eure Darts vielleicht wegkommen oder so, dann steckt ihr sie einfach in diesen Point Saver, das Ganze dann bei euch zack in die Brusttasche und dann seid ihr safe und good to go. Ach, und wo ich gerade sehe, dass ich hier auf diesen Darts auch die etwas längeren Darts drauf habe, wenn ihr wieder zurück seid, ihr seht, das wird einfach drauf gedrückt und ist dann auch haltbar genug, da geht nichts flöten, sollte es eigentlich nicht. Und wenn ihr das in der Form nicht nutzen wollt, auch wieder ein Tropfen, vielleicht mal Superkleber oder Uhu, dann hält das Ganze. Aber es ist halt von dem Lochabstand immer genau so gemacht. Ich hoffe, man kann es hier sehen, dass die Points da eben auch durchgehen. Ist auch vollkommen unproblematisch, da kann nichts passieren, der Rahmen ist halt stabil genug. So, da ist noch mal ein Gummibändle, deswegen habe ich hier auch so eine kleine Rille immer drin, dass wenn ihr das dann mal irgendwie transportiert im Auto, keine Ahnung, wo es rappelt, dass sich das Deck nicht von alleine in irgendeiner Form großartig öffnet und dann euch Sachen abhauen. Das sollte an sich eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, und so sind neben den Dartonauten jetzt irgendwie die Darts-Boxen entstanden. Für mich selbst in erster Linie immer so ein Problemlöser, weil ich halt sonst nichts finde oder gefunden habe, was mich zufriedengestellt hat. Dann denke ich mal so, ja komm, dann macht ihr halt dein eigenes Ding. Aber ich merke an eurem Feedback, an euren Fragen, dass ihr da ebenso Interesse habt. Und wenn dem so ist, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht, schreibt mich privat an oder nutzt auch bei Instagram einfach oben in der Bio den Link. Dann kommt ihr da auf die entsprechenden Angebote mit Zusatzinfos. Eine Sache wollte ich euch hier aber auch nochmal zeigen, warum die Decks halt recht flexibel sind, beziehungsweise wie ich mir das auch gedacht habe, dass ihr da zu eurem eigenen System dann kommen könnt. Und dafür brauchen wir auch wieder ein Dart als Werkzeug. Das habe ich hier bewusst tatsächlich so gemacht, weil ich hier selber auch immer so rumfummle. Den Deckel kann man vorsichtig abheben, um da wieder an diesen Mechanismus dran zu kommen. Die Schraube kann man dann einfach wieder lösen. Und das ist ja jetzt, ich sag mal, so ein voll ausgebautes Vierer-Deck. Habe ja schon erklärt, ich finde ab 5, 6, man kann es natürlich höher machen. Ich finde es dann aber irgendwie vom Drehmechanismus, dann ergibt das Ganze keinen Sinn mehr. Deswegen kann man das auch anders lösen. Und zwar, lösen ist auch das Stichwort, Schraube lösen, so und damit sind die Decks ja alle wieder auseinander zu nehmen. Wenn man jetzt sagt, ja, dieses Steel-Dart-Deck, ne, so wie der das anbietet oder so wie ich mir das angeschafft habe, das brauche ich jetzt nicht oder ich brauche das anders. Dann muss ich mal kurz gucken, das ist genau die Unterseite, wo noch die Kontermutter drin ist. Sagen wir mal, wir benutzen das als Ausgangsbasis und die Schäfte, das war soweit okay, aber Flights ist uninteressant. Dann, ich nenne es jetzt einfach mal Extension-Decks. Dann ist ja kein Problem, sich ein weiteres Deck hierher zu nehmen, zum Beispiel für weitere Steel-Dart-Barrel. Oder was ich auch gemerkt habe, wer die ganz langen Luke Humphreys-Schäfte zum Beispiel mal ausprobieren und spielen möchte, die passen hier wenigstens rein. Auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ja toll, in die Kleinteileboxen, in die Einteilung, die ich bisher hatte, passt das nicht rein. Also wieder irgendwo lose. Aber gut, ist jetzt nur hier so ein Beispiel. Nehme ich jetzt einfach mal das Flight Deck raus und dafür ein anderes Deck rein. Und jetzt, zack, könnte ich das Ding halt wieder oben aufbauen, meine Schraube rein und dann habe ich das Deck halt so, wie ich es haben möchte. Oder umgekehrt. Was nehme ich dann noch? Wir waren ja beim Swiss Point Deck, also kann ich das Ganze wieder auseinanderbauen. Das ist das Erweiterungsdeck für Swiss Point und dann nehme ich das hier für mein Swiss Point Tool. Jetzt habe ich ein Zweierdeck, kann hier oben wieder meinen Deckel drauf machen. Unten habe ich ja schon meine Kontermutter. Jetzt ist natürlich diese Schraube hier, ist eine 35 mm Edelstahlschraube, zu lang. Die passt für das Viererdeck, aber ist ja kein Problem. Dann nehme ich halt eine kürzere, das ist jetzt hier, ich glaube, 20 mm Schraube. Die kann ich euch auch entsprechend so anbieten. Ich brauche jetzt den Sprengring und die Distanzscheibe nicht. So, und dann kann ich die jetzt hier oben reinschrauben, mache dann da wieder mein Deckelchen drauf und dann habe ich eine kleine, kompakte Zweierbox für mein Swiss Point System. Und so kann man das Ganze halt auch als Dreier- oder Vierer-Deck dann vom kleinen zum großen aufbauen. Und ihr seht auch mit anderen Decks dann irgendwie mal beliebig in kurzer Zeit anders sich hinbasteln. Bei mir steht es noch in einem kleinen, ja, in einem kleinen größeren, schön doppelt gemoppelt, eigentlich in einem größeren Kontext, weil diese Boxengröße habe ich bewusst so gewählt, weil sie dann wiederum in ein System bei mir passt. Wer bei mir auf Instagram geschaut hat, hat das schon mal im Ansatz gesehen. Das nenne ich dann die Flexi-Box. Das passt bei mir nämlich alles in eine deutlich nochmal größere Box und hat ganz genau das Maß, dass das da dann wieder reingeht. Aber das kommt dann noch mal zu einem späteren Zeitpunkt.
So, jetzt habe ich euch einmal ausführlich ein Update zu meinen Darts-Boxen gegeben. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse daran habt, dann könnt ihr mich ab jetzt anschreiben. Das ist jetzt so in einem Zustand und jetzt habe ich da so ein paar Stück von schon mal gemacht, dass ich euch das dann auch anbieten kann, wenn ihr da Bock drauf habt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Woche. Good Darts, bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Ja.